Wenn man die richtigen Stauden und Gräser kombiniert, dann kann einen der Herbst mit dieser Pracht hier überraschen. Herzlich willkommen zu Haus und Garten. Heute vom schönen Niederrhein aus dem privaten Garten des Gartengestalters Hermann Gröne. Wir sind hier in Nettetal und dieses Reich hier, 2000 Quadratmeter groß unter alten Bäumen, das ist seit 20 Jahren sein Experimentierfeld. Und seine Geheimnisse werden wir ihm heute entlocken. Und außerdem haben wir noch folgende Themen für Sie auf Lager. Jetzt geht es aber hier im Garten von Hermann Gröne, der sich heute von seiner schönsten Herbstseite zeigt. Aus England, da kennt man diese üppig gepflanzten, aber sehr pflegeintensiven Staudenrabatten. Was wir hier jetzt sehen, das wird als New German Style bezeichnet. Eine Gartenbewegung, was sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Und wo die Engländer schon neidisch drauf sind, die kopieren das. Was ist das Geheimnis dieser neuen deutschen Wildheit, Herr Gröne? Ja, es geht um mehrere Dinge. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Pflanzungen sehr dicht angelegt sind, dass man keine nackte Erde hat und ganz wichtig natürlich standortgerecht pflanzen. Man muss sich vorher klar machen, welche Lichtverhältnisse habe ich im Garten, welche Bodenverhältnisse und erst dann einen Plan machen oder sich Pflanzen auswählen, die auf diesem Standort auch gut zurechtkommen. Und wenn die sich wohlfühlen und gut wachsen, sind die auch immer pflegeleicht. Das ist jetzt hier so ein Standort, der ist sonnig bis halbschattig und dieses Beet ist in der Pflanzenkombination jetzt schon ein paar Jahre alt und es sieht fantastisch aus. Mhm. Im Moment Herbstaspekt, die Astern. Ist das eine Wildaster? Richtig, eine Aster cordifolius Sorte. Ganz schöne Wildaster, die eben relativ kleine Blüten hat, aber vielzählig und einen Wildcharakter hat, wie wir sagen. Und schöner Kontrast dazu hier, diese brombeerfarbene Staude. Das war Staude des Jahres 2012. 2012 in Deutschland, richtig. Staudenknöterich, in dem Fall der Kerzen- oder Schlangenknöterich, Persicaria amplexicaulis, die Sorte Fat Domino. Und diese mit dieser Mauve-Farbe eher ist die Sorte September Spires. Und diese Knöteriche, manche haben ja Angst vor Knöterichen, weil sie sich weit ausbreiten. Das ist bei denen ja nicht überhaupt der Fall. Überhaupt nicht, nein. Die bleiben also horstig, die machen keine Ausläufer. Und ganz wertvoll einfach, weil die so unglaublich lange blühen. Ab in Anfang Juli geht das los und in den meisten Jahren bis zum Frost, ohne Unterbrechung. Sie sprachen den Frost an. Ich nehme an, im Winter bleibt alles stehen. Richtig, genau. Also solche Beete haben immer einen Winteraspekt, das ist ganz wichtig. Also wenn sich hier Raureif rüberlegt oder ein bisschen Nebel in der Luft ist, eine leichte Schneedecke, dann sieht das immer sehr attraktiv aus. Und im Februar, wenn die Schneeglöckchen aus dem Boden kommen, dann wird alles abgeschnitten. Das kann man sich gut merken. Also wenn die Schneeglöckchen aus dem Boden kommen, dann muss man einmal ran an das New German Style Beet und dann geht die nächste Saison los. Discovery, also die beiden Sorten werde ich mir merken und meinen Apfelbaum, den werde ich, glaube ich, umveredeln. Wir kommen zurück zu den Stauden und zwar zur Hochsommerrabatte. Die macht ja immer noch eine tolle Figur jetzt im Herbst. Das ist auch wirklich ein richtig warmes Beet, wenn man hier hinguckt. Es leuchtet geradezu. Und hier haben wir einen Star, der ist relativ neu, also ist eine neue Züchtung. Genau, eine neue Züchtung von einem belgischen Züchter, Chris Gieslin, die heißt Karine. Und man kennt vielleicht die Sorte Lemon Queen. Und diese hier ist noch ein Tick heller, ja? Also dieses Neonfarbene, das kommt hier bei dieser noch stärker heraus. Gräser gehören dann auch dazu, um das aufzulockern. Und hier kommen wir zu, ja, man kennt die kanadische Goldrute, das ist aber auch eine Goldrute. Das ist auch eine Goldrute, Rugosa Fireworks. Und so wirken ja auch die Blüten. Und die sät sich also nicht so aus und wandert nicht in die freie Landschaft ein wie die kanadische Goldrute, die ja ein Neophyt ist. Und hier ein Klassiker. Ja, also eine kleine Rudbeckia-Blüte, Sonnenhutblüte, die Sorte Triloba, Takoa heißt die. Und das Besondere ist, dass diese Pflanze kurzlebig ist, aber sich durch Selbstaussaat sehr gut verbreitet und hier im Garten bleibt. Und wenn man hier so hinblickt, ist auch wieder wichtig, dicht pflanzen. Also die Natur, die kennt ja eigentlich keine nackte Erde. Keine nackte Erde. So kann man das sagen, richtig. Ja, man muss einfach die Natur richtig lesen lernen und dann kann man den Garten auch optimieren. Jetzt geht man einen Blick in das gute alte Handwerk bekommt. Dann lernt man die Dinge so richtig zu schätzen. Wir kommen zurück zu Hermann Gröne in seinen Garten. Und jetzt geht es um einen Standort, der in den letzten Jahren immer mehr nachgefragt wird, immer populärer wird, ein sogenanntes Schotterbeet. Aber damit sind ja nicht diese Wüsten in den Vorgärten gemeint. Nein, überhaupt nicht. Es geht hier darum, dass es ein Standort ist, der für Pflanzen geeignet ist, die an Trockenheit vertragen und die Sonne lieben. Und Schotter deshalb, weil die Pflanzen hier mit Kalksteinschotter abgemulcht sind. In den ersten Jahren, wenn die Pflanzung noch klein ist und viel nackte Erde quasi da ist, soll der das Samenunkraut weghalten, genauso wie das auch Rindenmulch tut in normalen Beeten. Also die Pflanzung ist für nährstoffarme Böden geeignet. Jetzt sind Bodendecker erstmal da, um auch schöne Struktur in der Fläche zu geben. Da ist Katzenminze, ne, vor Ihnen. Genau, blaue Katzenminze, Nepeta walker-slow sehen wir hier. Das ist schon die Nachblüte.
Und das hier ist die kleine weiße, Snowflake heißt diese Sorte. Auch jetzt im Spätsommer mit einer Nachblüte. Der Höhepunkt ist eigentlich im Juni und Juli. Und auch für die Höhe gibt es schöne blühende Beispiele. Hier vor uns ist etwas. Ja, das ist die Präriekerze, Gaura lindheimerii. Gibt es in rosa und in weiß. Und ein fantastischer Dauerblüher, der also über 10 Wochen und länger blüht und wegen des natürlichen Wuchses so eine wunderschöne Ausstrahlung hat. Runter in den Garten von Hermann Gröne, aber wir bleiben ein bisschen in luftiger Höhe. Es geht um diesen Strauch, der blüht jetzt im Herbst ganz ungewöhnlich und er hat auch einen ungewöhnlichen Namen. 7 Söhne des Himmels. Ja, Heptacodium mykonoides ist der botanische Name. Oder auch Herbstjasmin ist ein deutscher Name, weil die späte Blütezeit natürlich schon außergewöhnlich ist für diesen Großstrauch. Direkt hier drunter steht eine Rarität, ja, die habe ich erstmal in Ihrem Buch entdeckt, wo ich dachte, na, ist das rotes Efeu mit roten Früchten? Aber dem ist gar nicht so. Diese riesige Schönheit gehört dazu. Was ist das? Ja, eine Staudenaralie, botanisch Aralia californica, ist also kein Gehölz, kein Strauch, sondern eine echte Staude, die im Winter komplett einzieht und sich ab April wieder neu entwickelt. Und denke mal, das ist eine der größten Stauden, die es gibt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hier hat sie Dimensionen von 2,50 Meter und mehr in Höhe und in Breite. Also die Staudenaralie, eine Rarität aus Nordamerika, die absolut pflegeleicht ist. Ja, pflegeleicht ist das Stichwort, das ist nämlich auch die Hydrokultur. Die ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber inzwischen wieder groß im Kommen, dank schicker Gefäße und der richtigen Kulturtechnik. Es kommt eben irgendwann wieder, meist aber in neuem Gewand. Hier im Garten von Hermann Gröne gibt es jetzt auch ein Gehölz in einem ungewohnten Gewand. Das ist dieses hier, eine weißbeerige Eberesche, Sorbus köniana, was ganz Edles. Da denken viele, die wären giftig. Ne? Man kennt ja diese orangen, typischen wilden Ebereschen. Ganz im Gegenteil, die Beeren sind nicht giftig, daraus kann man sogar Marmeladen und Gelees herstellen. Ganz anders sieht es mit dem Pfaffenhütchen aus. Da entwickeln sich jetzt gerade die pinken Früchte. Das ist allerdings sehr giftig, das Pfaffenhütchen. Die Kombination allerdings von solchen weißen Ebereschen mit so einem Pfaffenhütchen, das ist ein schöner Aspekt für einen herbstlichen Gehölzgarten. Jetzt gibt es noch weitere Gartentipps und Haustipps vor allen Dingen in unserem Infoblog. Hier neigt sich jetzt ein herrlicher Herbsttag dem Ende entgegen im Garten von Hermann Gröne. Da bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage. Ich meine, man findet hier genügend Inspiration, aber lassen Sie sich als Gartengestalter auch noch irgendwo anders inspirieren? Ja, natürlich. Das muss schon sein. Und ich kenne die Niederlande ganz gut. Wir sind ja direkt an der Grenze. Also klar, die Gärten und Gärtnereien, die da sind, habe ich mir schon oft angesehen. Aber seit 4 Jahren organisiere ich selber Gartenreisen und kenne jetzt England auch sehr gut. Gibt es da einen Tipp für Anfänger, wenn man jetzt zum ersten Mal nach England fährt und sich Gärten anschauen will? Wo soll man hin? Ja, also ich würde dann sagen, fährt man nach RHS Garden Wisley in Woking bei London. Da trifft Klassik auf Moderne. Da kann man also eine 100 Jahre alten Gartenanlage anschauen, aber auch eine moderne Pflanzung von Piet Oudolph zum Beispiel. Piet Oudolph, der berühmte holländische Gartengestalter, da schließt sich dann der Bogen in Richtung New German Style fast. Ne? Die haben ja auch so etwas Ähnliches dort entworfen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Sehr gerne. Bei uns geht es weiter am 27. Oktober, da können Sie sich wieder inspirieren lassen. Und zwar geht es dann um seltene Gehölze im Arboretum Park Herle. Das ist ein privater Baumgarten bei Bonn. Und am kommenden Samstag sind Jörg Schieb und Anja Planken mit dem Ratgeber Internet auf dem Schirm. Also, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.